Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Brotherhood. Heute werden wir mal da unten versuchen, den Aussichtspunkt einzunehmen. Wenn wir uns hier hinporten, kommen wir schneller hin und dann die zwei hier noch zu holen. Okay, da wären wir. Frage ist, können wir da jetzt endlich hoch? Ich glaube nicht. Ja, ich muss zuerst den Borgia-Turm anzünden. Oh, ich würde sagen, wenn das möglich ist, machen wir das dann gerade. Dann haben wir auch den letzten Turm endlich erlegt, können den letzten Assassinen rekrutieren. Aber die rechtliche Lage. Und dann passt das auch wieder. Aha. Verdammt. Ich muss weg. Das ging voll daneben. Okay, haben wir die weg? Oh, da war ein Schatz, den hätte ich mitholen können. Egal. So drauf angewiesen bin ich ja zum Glück nicht mehr. Oh, ich hab nur noch... ein paar Bolzen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ja, da hast du recht. Du hast Wichtigeres zu tun. Stopp, wo habe ich euch? Oh, ich sehe ihn nicht mehr. Da! Wohl doch.
um die Leine. War knapp. Das war wohl nix. Muss von der Seite runter. Erwischt. Sehr schön. Den haben wir gekillt. Ja, aber wo kann ich jetzt? Ah, da. Den Aussichtspunkt holen wir jetzt noch ein. Und dann fackeln wir das Türmchen da mal ab. Damit haben wir alle Türme erobert. Oh, da ist eine Schatzkiste. Da ist ein Rekrut und einiges zum Renovieren. Das ist sehr schön. Okay. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr habt mich gerettet. Mein Leben gehört euch. Sehr schön. Ein weiterer Rekrut. Dann beginnen wir jetzt mal mit der Renovierung hier noch. Alle Künstler haben wir, sehr schön. Mäde gibt es keine, aber eine Schatzkarte kann ich noch holen. Und eine Investition kann ich tätigen. Okay, habe ich gemacht. Hab Dank für das Geschäft. Den Tag herbei, an dem Roma aus diesem Borgia-Albtraum erwacht. Alle Unfälle, Diebstähle und Probleme bei der Besetzung. Gut, fehlt noch ein Pferdestall. Ja, ich will nicht ins Heu. Hier haben wir noch eine Bank. Den Banken sind wir dann jetzt durch. Sehr schön. Ein Schmied. Oh, Moment. Munition.
muss Munition holen. Na hopp, ich will mit dir reden. Hallo, ich will mit dir reden. Danke. Okay. Hier haben wir noch einen Schneider. Damit haben wir jetzt auch alle Schneider renoviert. Was gibt's noch? Schnellreisepunkt. Überlegene Waffen sind nicht mit Gold aufzubiegen. Da haben wir die Schnellreise. Gehen wir zuerst mal zu dem Ecken. Da können wir noch ein bisschen renovieren. Garantie auf Lebenszeit. Gut. Sehr gut. Gut, damit kann ich hier auch den Aussichtspunkt jetzt holen. Da fehlt uns nur noch einer. Oh, hier sind zwei Schatzkisten noch. Geht's aber auch nicht weiter, schade. Okay. Was haben wir hier noch? Einen Schmied und einen Arzt. Ich setze außerdem Küchenzubehör wie Töpfe. Sehr schön. Kann ich investieren? Nein, kann ich nicht. Leider. Leider geht das nicht. So, dann brauchen wir noch den Arzt. Hier ist auch noch ein Fraktionsgebäude. Sehe ich gerade. Aber zuerst den Arzt. Kann
vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Was kann außer der Seele schon... Sehr schön. Wichtiger sein... Wird sich noch etwas brechen? Im Naja, zuletzt nach Stand des Vatikans zu melden. Schwere Verbrechen sind. Da haben wir mal jetzt schön eine Söldnerschaft aufgebaut. Was ist hier? Ah, das kann ich kaufen, die Therme. Weil hier sind noch ein leeres Fraktion und hier. Okay. Werden wir die als nächstes holen. Reparieren wir dieses Aquädukt hier mal noch. Da fehlt dann nur noch eins, damit es wieder komplett heil ist. Hier, das ist ein Fraktionshaus. Machen wir ein Diebeshaus draus. Ja, was haben wir hier? Aha, noch ein Aussichtspunkt, den wir holen können. Ich frage mich nur, wo ich das Aquädukt noch nicht repariert habe. Vielleicht beim Aussichtspunkt. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich zuerst mal hier das Versteck von Romulus holen und danach Leonardo. Dann machen wir uns mal auf zu dem Versteck. Und da wären wir. Bei dem Versteck des Romulus. Ich gebe viel, um an seiner Seite diese Cheetah von den Ratten zu... Und genau da werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt, liked, kommentiert, abonniert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Silencer Let's Player von Eman. Tüdelü!